Bobpilot Francesco Friedrich hat dem deutschen Olympiateam die 10. Goldmedaille in Pyeongchang beschert. Im Zweier war der 27 Jahre alte amtierende Weltmeister gemeinsam mit Anschieber Thorsten Margis in einem Nervenkrimi nach 4 Läufen zeitgleich mit dem kanadischen Gesamtweltcupsieger Justin Cripps. Bronze ging an den Letten Oskar Smelbardis. Die deutschen Piloten machten damit die Schmach von 2014 wett. In Sotschi war das Bob-Team erstmals seit 50 Jahren ohne olympisches Edelmetall geblieben.